Jetzt habe ich dir drei Dezimalbrüche hergeschrieben und du sollst dich erinnern, was sie bedeuten. Natürlich 13 Ganze. Da gibt es keinen Zweifel, das kennst du schon. Die erste Stelle nach dem Komma bedeuten Zehntel. Wir haben 7/10. Und die zweite Stelle nach dem Komma sind 5/100. Bei dieser Zahl haben wir eine Stellenzahl mehr nach rechts. Wir müssen gut aufpassen, dass wir bei der Null nicht einfach etwas überspringen. 7 Ganze plus. Jetzt gibt es keine Zehntel, aber es gibt 9/100. Es ist gleichgültig, ob du erst einmal 0/10 schreibst oder lässt die weg. 9/100 und 1/1000. Beim letzten Bruch müssen wir aufpassen. Wir könnten es ganz ausführlich schreiben, das tut aber kein Mensch. 0/1, wir haben keine Ganzen. 0/10 kann man sich sparen. 0/100 auch. Und wir schreiben einfach nur noch die Tausendstel. 2/1000. Oder die Preisauslagen in Euro bzw. früher in D-Mark erfolgen mit Dezimalzahlen. Wir beginnen, den Zusammenhang zu suchen zwischen Dezimalzahlen und gemeinen Brüchen, indem ich nochmal darauf verweise, was du in der Grundschule schon gelernt hast. Du kennst die Stellenwerttafel für die ganzen Zahlen, für die natürlichen Zahlen. Ich habe es nur abgekürzt, das sollten die Einer sein, die Zehner, Hunderter, Tausender und so weiter. Sie alle stehen miteinander in Beziehung. 10.000 geteilt durch 10 ergibt 1.000. Ebenso 1.000 geteilt durch 10 ergibt 100. Noch einmal, geteilt durch 10 erhalten wir die Zehner und dividiert durch 10 die Einer. Unser Problem heute ist, was kommt jetzt? Ich will mit dir heute über Brüche sprechen, die im Alltag viel häufiger vorkommen als die gemeinen, die wir bisher behandelt haben. Das sind die Dezimalbrüche. Du siehst in den Preisauslagen der Läden eigentlich nur Angaben mit Komma. Wir reden über